im Prinzip Nummer 1 für heute. Probleme finden, Probleme lösen, die erste Plattitüde, über die ich sprechen möchte, nennt sich meine Verantwortung. By the way, wir sind jetzt hier am HPC Kickoff 2023, wie ihr seht. Wir sind jetzt gerade im zweiten Coffee Break. Es geht gerade drunter und drüber. Wir werden jetzt mal den einen oder anderen Interview-Gast werden wir mal aufsuchen. Wir schauen mal, ob wir ihn finden können. Komm. Ralf. Wie lange bist du Unternehmer? So, wirklich Unternehmer seit 1990. Magst du uns kurz deine Erfahrungen mitteilen, die du jetzt so die letzten Wochen, Monate mit HPC erlebt hast? Was du davon hältst? Ich sage jetzt mal ein paar Zahlen. Gerne. Ich habe in dem Vertrieb, den ich mache, ist bei 500 Außendienstmitarbeitern der Schnitt ihres Umsatzes pro Termin 1.600 Euro. Und jetzt durch eure HPC-Schulung habe ich im Januar, Februar und März einen Schnitt von 6.500. Pro Termin? Pro Termin. Wir gucken mal, ob wir noch jemanden erwischen. Ja, wie heißt du? Sandra. Sandra, das ist ein schöner Name. Mhm. Sandra, was machst du hier? Lerne zum Skills, ich einpflege und von den Besten lernen, ja. Bin ich da. Wann bist du bei HPC gestartet? Vor 8 Wochen. Okay, was hat sie in den 8 Wochen getan? Ich habe für mich gemerkt, dass es was Besonderes ist, auch für den Alltag. Also die ganze Ausbildung an sich macht mir Spaß, ich lerne einiges dazu. Was ist dein größtes Learning bis jetzt gewesen? Für mich persönlich, ich war lang Verkäuferin, dass es nicht mehr um mich geht. Sondern? Es einfach um derjenige geht, der hier problemgelöst werden möchte und ich ihm dabei helfen kann. Cool, ich danke dir. Ja, danke vielmals. Liam, was machst du hier? Ich lerne Leute kennen, ich netzwerke. Ich freue mich hier zu sein beim Chris. Alle ich freue mich, dass er hier ist. Wann bist du gestartet? Wie lange bist du bei HPC? 2. Januar. Bachelorarbeit abgegeben und dann von Ben geclosed am gleichen Tag. Stand heute? Erste Partnerschaft seit einer Woche. Seit einer Woche am Start? Was ich in den letzten 3 Monaten mitnehmen konnte. Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, ja. Muss ich ehrlich sagen. Let's get it. Wir haben hier direkt die nächste entzückende Dame. Wie heißt du? April bin ich. Ich mag den Frühling sehr gern. Ich auch. Wie lange bist du bei HPC? Seit Oktober ungefähr. Oktober 22. Was sind deine größten Learnings gewesen, die letzten 6 Monate plus minus? Einfach ins Tun zu kommen, glaube ich. Also, dass man wirklich sich einfach ein High-Performance-Skill wirklich aufbaut und sagt, okay, jeder kann es lernen. Und dann einfach zu sagen, ich mache das jetzt, ich committe mich, ich setze mich dahin und lerne das. Geilste ist, wenn man closen kann, weil dann hat man sowieso kein Risiko mehr. Denn egal welches Geschäftsmodell ihr dann startet, ihr könnt einfach, egal was passiert, könnt ihr einfach sagen, okay, ich gehe wieder zurück zum Closing und nehme meine 5 bis 10K mit. Georg, mein lieber Georg. Georg, was machst du hier? Ich wollte einmal meinen Mentor und Begleiter bis mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Und was sagst du jetzt hier, wenn wir uns das erste Mal persönlich sehen? Ich bin schwer beeindruckt von dem, was du hier aufgestellt hast. Warum? Und weil es mein Leben verändert hat. Deshalb.